7. Die platinhaarige Maid und das Nachtfest. Wie der Name schon sagt, fanden die Hauptveranstaltungen des Amara-Nachtfestes nach Sonnenuntergang statt. Trotzdem war die Stadt Kreuz den ganzen Tag über in heller Aufregung. Schließlich war es das größte Fest in der zweitgrößten Stadt des Labands, und so war es keine Überraschung. Rita verabschiedete sich von Latina, als die Sonne noch schien. Na dann, ich bin weg. Mach's gut, Latina. Klar. Dale hatte sich viel zu viele Sorgen gemacht, aber jetzt war er unterwegs. Rose hatte den Tag des Nachtfestes für ihre Abreise in die Hauptstadt gewählt, um sich unter die große Menge der Reisenden mischen zu können. Dale hatte sie und Gregor begleitet und als Wächter fungiert. Allerdings reiste er nicht den ganzen Weg mit ihnen in die Hauptstadt. Dales Aufgabe war es, Gregor und Rose an einen Ort zu eskorieren, der ein wenig von Kreuz entfernt war, und dort auf die Ankunft eines Flugdrachen zu warten. Gregor war allein nach Kreuz geritten und hatte unterwegs mehrmals sein Pferd gewechselt. Anschließend nahm er Kontakt mit der Hauptstadt auf und ließ den Herzog einen Flugdrachen entsenden. Die Zahl der Menschen, die durch die Lüfte fliegen konnten, war begrenzt, so dass dies mit Abstand die sicherste Methode für die Rückreise war. Latina kannte weder Roses Lebensumstände noch Gregors Abstammung genau. Für sie war diese Arbeit nicht viel anders als Dales übliche Arbeit, bei der es um die Ausrottung magischer Bestien ging. Latina war anfangs beunruhigt über Roses Begegnung mit dem zweiten Dämonenlord, aber während Roses Aufenthalt im Ocelot hatte sich das gelegt. Jetzt, wo der überbesorgte Dale nicht mehr da war, freute sich Latina darauf, sich wie eine Erwachsene zu verhalten und zum ersten Mal nachts allein auszugehen. Obwohl Vint sie normalerweise immer begleitete, war er im Moment nicht an ihrer Seite. Stattdessen lag er gerade schmollend zu Ritas Füßen ausgestreckt. Er und Latina hatten am Morgen einen Streit gehabt. Vint fand es nur selbstverständlich, dass er Latina zu dem Fest begleitete, aber sie hatte ihn abgewiesen. Für Latina war es das erste Mal seit langem, dass sie mit ihren Freunden ausgehen konnte, und auch das erste Mal, dass sie nachts allein ausgehen konnte. Sie betrachtete es als eine wertvolle Anerkennung, so klein sie auch war, dass sie erwachsen geworden war. Für ein Mädchen in ihrem Alter gab es viele Dinge, die sie mit ihren Freundinnen besprechen wollte, und sie wollte, dass Vint zurückblieb. In ihrem Innersten hatten Rita und Kennis gewollt, dass Vint sie begleitete. Sogar der abwesende Dale hatte akzeptiert, dass alles in Ordnung sein würde, weil Vint bei ihr sein würde. Aber weil sie wollte, dass Vint zurückbleibt, hatte Latina ihren Trumpf ausgespielt. Wenn du das immer wieder sagst, Vint, dann werde ich dich nicht mehr bürsten. Sie sagte es leise und mit einem Seufzer, aber ihre Augen waren völlig ernst. Vint war von diesen Worten so erschüttert, dass selbst Rita und Kennis, die in der Nähe standen, nicht anders konnten, als mit ihm mitzufühlen. El Latina. Ich werde nicht. Wütend. Wütend. Werde ich nicht. Wirklich wütend. Latina wandte den Kopf ab, als Vint um sie herumlief, seine Stimme war voller Kummer und Verzweiflung. Das ist eine Drohung, Latina. Latina hatte schon immer die Tendenz, hin und wieder stur zu sein. Während das Ehepaar über solche Dinge nachdachte, während es diesen Wortwechsel beobachtete, war die Sache erledigt. War. Wütend. Ich. Bleibe zurück. Vint brach vor Latinas Drohung zusammen. Er war untröstlich, und obwohl er ein Tier war, sackten seine Schultern zusammen. Egal, wie sehr Rita und Kennis ihn im Nachhinein darum baten, jetzt, wo die Dinge geklärt waren, würde Vint Latina nicht begleiten. Und so hatte sich Latina das Recht verdient, nachts ohne einen Aufpasser auszugehen, so wie sie es sich gewünscht hatte. Um ehrlich zu sein, waren Rita und Kennis besorgt.
aber sie waren noch nicht so weit wie Dale und erkannten, dass sie erwachsen wurde, sie wussten, dass sie nicht ewig jemanden haben konnten, der überall auf sie aufpasste. Und sie waren sich bewusst, dass eine Nacht wie heute, mit vielen Bodyguards in der ganzen Stadt, ein geeigneter erster Schritt für sie wäre, diese Erfahrung zu machen. Im Ernst, sei vorsichtig. Rita verlieh ihren Worten noch mehr Nachdruck als beim ersten Mal, als sie Latina auf dem Weg zur Schule begleitet hatte. Sie seufzte. Wenn Latina etwas zustößt, wird es Blut regnen. Sie dachte sich, dass das nicht gut für ihre Schwangerschaft wäre. Nachdem sie das Dancing Ocelot verlassen hatte, blieb Latina häufig stehen, um die vorbeiziehenden Reisenden und die Holzbühnen zu beobachten, die für das Festival in der Stadt aufgebaut worden waren. Sie war völlig begeistert, als sie sie anstarrte. Auch wenn sie es jedes Jahr sah, seit sie vor 6 Jahren nach Kreuz gekommen war, ließ diese andere Atmosphäre, die sich durch die Stadt zog, ihr Herz höher schlagen. Die Straßen, an die sie sich so sehr gewöhnt hatte, wirkten dank des Festes jetzt so frisch, dass sie unruhig wurde. Ich habe in Vasil Ios noch nie ein Amarakra-Festival gesehen. Je mehr sie sich an das Leben in Kreuz gewöhnte, desto mehr Schwierigkeiten hatte sie, sich an ihre Zeit in ihrem Heimatdorf zu erinnern. Aber weil sie jetzt so glücklich war, konnte sie sich auch daran erinnern, dass es dort nicht nur harte Zeiten gab. Unmittelbar nach ihrer Verbannung war es schmerzhaft und traurig, nur an ihr Dorf zu denken, und so hatte sie sich bemüht, nicht an all die Dinge zu denken, die sie verloren hatte. Aber in letzter Zeit tauchten unerwartet glückliche Erinnerungen in ihrem Kopf auf. Jetzt, wo ich daran denke, war ich mit Rak auf einem Fest. Welches Götterfest war das nochmal? Auf der anderen Straßenseite gingen ein kleiner Junge und ein Mann, der anscheinend sein Vater war, händchenhaltend vorbei. Latinas Blick blieb an ihnen hängen, und sie legte den Kopf schief. Das war das einzige Mal, dass wir den Tempel verlassen haben, also muss es ein anderer Gott als Banafsai gewesen sein, oder? Als sie merkte, dass sie vielleicht zu ernst wurde, schüttelte Latina den Kopf und ging wieder in Richtung von Chloes Haus. Die Hauptstraße durch das östliche Viertel war viel stärker bevölkert als sonst, so dass es schwierig war, überhaupt in einer geraden Linie zu gehen. Aber sobald Latina in eine Seitenstraße abbog, wurde die Zahl der Menschen kleiner. Das war der Beweis dafür, dass es viele Außenstehende gab, die den komplizierten Aufbau der Stadt nicht kannten. Mit dem Gefühl, irgendwie aufatmen zu können, ging Latina weiter den Weg entlang. Als sie im Handwerkerviertel ankam, stellte sie fest, dass es so ruhig war wie immer. Obwohl die Geräusche der Handwerker nicht gerade leise waren und man sie aus den umliegenden Häusern hören konnte, als ob die Aufregung des Festes noch nicht so weit gediehen wäre. Latina näherte sich dem Haus ihrer Freundin, das sie gewohnt war, zu besuchen, und klopfte an die Tür. Willkommen, Latina. Komm doch rein. Verzeihung. Chloe führte Latina an ihrem Arbeitsplatz vorbei zu ihrem Schlafzimmer. Silvia ist schon da. Tut mir leid, bin ich zu spät? Keineswegs. Sie hat gesagt, dass sie früher fertig geworden ist und keine Lust hatte, nach Hause zu gehen, also hat sie hier rumgehangen. Wie zur Bestätigung von Chloes Aussage fanden sie Silvia, als sie ihr Zimmer betraten, mit ausgestreckten Beinen vor. Als sie die Latina sah, brach sie in ein Lächeln aus, das an ihre Schulzeit erinnerte. Lange nicht mehr gesehen, Silvia. Latina. Es ist wirklich schon eine Weile her. Du hast dich nicht wirklich verändert, oder? Wo hast du denn gerade hingeschaut? Während sie diese Bemerkung in Frage stellte, traten Latina Tränen in die Augen. Silvia spürte die spürbare Aura, die von Latina ausging, und wandte ihren Blick ab. Es ist wirklich schon eine Weile her.
Du siehst aus, als ginge es dir gut, sagte Silvia, nachdem sie sich wieder Latina zugewandt hatte, und tat so, als sei nichts geschehen. Latina lächelte ihre Freundin an. Du wirkst ein bisschen erwachsener, Silvia. Lachen. Das liegt daran, dass ich im Tempel von Akahadara Graf jeden Tag alle möglichen neuen Informationen sammle. Als ihre Freundin das mit einem breiten, verschmitzten Grinsen sagte, dachte Latina, dass sie sich seit ihrer Schulzeit nicht sehr verändert hatte. Lachen. Ich habe heute alles Mögliche mitgebracht. Hem. Nun denn, Latina. Die Kleidung, die du bestellt hast, ist fertig. Stimmt. Ich habe mich schon sehr darauf gefreut. Latina bemerkte nicht, dass Chloe und Silvia Blickkontakt aufgenommen hatten, und lächelte sanft. Nachdem sie die neuen Kleider von Chloe entgegengenommen hatte, begann Latina sich aufgeregt umzuziehen. Es war nicht so, dass sie es nicht peinlich fand, sich vor anderen umzuziehen, aber im Moment sah sie Chloe als Handwerkerin. Sie überprüfte sorgfältig, ob die Maße und der letzte Schliff auch wirklich stimmten. Während sie das tat, hielten Chloes Hände an einer bestimmten Stelle inne. Als sie nachmaß, wurde ihr endlich klar, dass Latina wirklich gewachsen war. Tut mir leid, Latina. Du bist wirklich größer geworden. Chloe entschuldigte sich dafür, dass sie an Latinas ständigem Insistieren auf diesem Thema gezweifelt hatte. Ich bin noch in der Wachstumsphase. Latina blies als Antwort auf die Worte ihrer Freundin die Backen auf, wie sie es schon seit ihrer Jugend tat. Nach diesem Wortwechsel begannen Chloe und Silvia, die vielen Sachen zu betrachten, die Silvia mitgebracht hatte. Was sollen wir mitnehmen? Für den Anfang. Hem, Latina ist ziemlich blass, also sollten wir vielleicht einen helleren Ton als meinen nehmen. Hey, warum lässt du mich nicht in den Spiegel schauen? Lachen. Chloe, das macht doch Spaß, oder? Stimmt's. Man hat nicht oft die Gelegenheit, mit so tollen Produkten zu spielen. Was? Hm. Ich glaube, Rosa würde besser zu Latina passen als Orange, meinst du nicht auch? Lachen. Was ist los? Hey, ernsthaft, was machst du da? Während Chloe und Silvia vergnügt vor sich hin plapperten, wurden Latina immer mehr Dinge ins Gesicht geschmiert. Latina trug nicht nur ein neues Kleid, sondern war auch gerade dabei, sich zum ersten Mal in ihrem Leben schminken zu lassen. Ihre beiden Freundinnen ließen sie jedoch nicht in den Spiegel schauen und spielten auf alle möglichen Arten mit ihr. Für Chloe und Silvia war die Möglichkeit, eine solche Schönheit nach Belieben zu schminken, eine Weiterentwicklung des Puppenspiels und eine ganz besondere Gelegenheit. Sie waren beide in dem Alter, indem sie bei einer normalen Schönheit eifersüchtig werden und sie vielleicht sogar verleumden würden. Aber Latina war jenseits dieses Niveaus von Schönheit. Es war, als wäre sie in einer ganz anderen Dimension. So dass es ihnen ehrlich gesagt dumm vorkam, sie zu beneiden, und sie konnten nicht anders, als zu akzeptieren, dass sie ihr nie das Wasser reichen konnten. Und doch war ihre Jugendfreundin auch ein natürlicher Dummkopf. Sie war oft irgendwie neben der Spur, und es war gefährlich, sie allein zu lassen. Sie konnten sie unmöglich hassen. Vor allem aber wussten Chloe und Silvia seit ihrer Jugend, dass Latina immer ein Auge auf jemand Älteren geworfen hatte. Es war nur natürlich, dass sie ihre Freundin anfeuerten, die sich alle Mühe gab und sich bemühte, reifer zu wirken als sie selbstständig. Yeah. Ja. Zwischen den beiden herrschte eine seltsame Stimmung, und Chloe und Silvia klatschten sich gegenseitig ab. Latina, die ausgelassen worden war, starrte die beiden mit einem unruhigen Gesichtsausdruck an. Sie wollte eine Erklärung. Latina hatte schon früh angefangen zu arbeiten, und da ihr Vormund Dale sich um die Lebenshaltungskosten kümmerte, hatte sie eine Menge Geld gespart.
Sie hätte sich problemlos ihr eigenes Make-up kaufen können. Der Grund, warum sie das bisher nicht getan hatte, war, dass es schwer war, vor Dale, der sie immer noch wie ein Kind behandelte, ihr Interesse an solchen Dingen zu bekunden. Sie hatte auch erwogen, Rita auf weniger direktem Wege zu fragen. Aber die war immer mit Arbeit und Kinderbetreuung beschäftigt, so dass Latina sie nicht dazu drängen konnte, sich Zeit zu nehmen, um ihr beim Einkaufen zu helfen. Sie war schon einmal bis zum Eingang eines Kosmetikgeschäfts vorgedrungen, aber schließlich wurde sie nervös und konnte sich nicht dazu durchringen, hineinzugehen. Es war einfach eine zu neue Erfahrung, und sie hatte keine Ahnung, was sie tun sollte oder welche Art von Make-up sie wählen sollte. Sie konnte das Thema auch nicht mit ihrem üblichen Gesprächspartner, Kenneth, besprechen. Ihn zu fragen, würde ihn wahrscheinlich nur verwirren und in Verlegenheit bringen. Sie hatte die Angelegenheit mit ihren Freundinnen besprochen, und die gut informierte Silvia hatte die Führung übernommen und schließlich ein Schminkset für heute mitgebracht. Zu den Informationen, die der Tempel von Akahadara Graf, in dem Silvia diente, sammelte, gehörten auch die neuesten Trends und Verrücktheiten, und die Hälfte der Tempeldiener waren Frauen. Daher sammelten sich die Informationen über die neueste Mode natürlich im Tempel von Akahadara Graf, der engeren Kontakt mit der Außenwelt hatte als die anderen Tempel. Silvia war gut über die neuesten Schminktechniken informiert. Auch Chloe war in diesen Dingen viel besser informiert als Latina. Geschickt trugen sie die neuesten Kosmetika auf und beendeten ihre Arbeit an dem großartigsten Modell, das man sich vorstellen kann. Dann wandten sie sich einander mit einem Blick voller Zufriedenheit und Freude zu. Meine Güte, dieses Mädchen ist wirklich eine Schönheit. Ich glaube, selbst wenn wir nicht so geschickt wären, käme ihre natürliche Schönheit immer noch zum Vorschein. Komm schon, Latina, lächle. Hey, im Ernst, lass mich wissen, wie es geworden ist. Latina gelang es schließlich, ihren beiden grinsenden Freunden den Spiegel zu entreißen. Als sie hineinschaute, war sie so geschockt, dass sie nicht sprechen konnte. Das Augen-Make-up verlieh ihren langen Wimpern und großen grauen Augen noch mehr Wirkung. Mit den gedeckten Tönen, die für den Rest des Gesichts verwendet wurden, war der gesamte Look ausgewogen und nicht übertrieben. Ihre Wangen waren leicht gefärbt, als ob ihr Gesicht errötet wäre. Auf ihren leicht geöffneten Lippen befand sich ein hellrosa Lippenstift, der sie ein wenig glamouröser als sonst schimmern ließ. Sie war zwar noch nicht ganz erwachsen, aber ihr hübsches Gesicht konnte nicht mehr mit dem eines Kindes verwechselt werden. Chloe und Silvia waren mit ihrer Arbeit zufrieden. Mein Gesicht. Es ist so dick. Der Kommentar, den sie aussprach, nachdem sie ihr eigenes Gesicht im Spiegel betrachtet hatte, war so bedauerlich wie immer. Die entmutigende Art ihrer Aussage war wahrscheinlich eine Folge der Person, die sie aufgezogen hatte. Nachdem Latina fertig geschminkt war, gingen die drei Mädchen nach draußen und unterhielten sich dabei lautstark. Igitt. Irgendwie ist mir das peinlich. Latina war die Letzte, die aus Chloes Haus kam, und sie sah ein wenig besorgt aus, als sie auf den Boden starrte. Was muss dir denn peinlich sein? Es ist, weil sie eine Latina ist. Latinas Gesicht war anders als sonstige. Sie hatte das Gefühl, jemand würde sie darauf hinweisen, was ihr seltsam unangenehm war. Die Leute um sie herum hätten keinen Grund, sich darüber Gedanken zu machen, aber weil sie es nicht gewohnt war, war sie nervös. Ihre Freunde, die sich ihrer Persönlichkeit bewusst waren, brachen in fröhliches Gelächter aus. Na ja, es stimmt schon, dass andere Leute dich vielleicht mehr als sonst anstarren werden. Was? Das ist wahr. Aber du solltest dich jetzt nicht so sehr davon irritieren lassen, oder? Sehe ich wirklich seltsam aus? Lachen. Mwahaha. Was soll das Lachen?
Während ihre beiden Freundinnen sich über Latinas Reaktionen amüsierten, die es so lohnenswert machten, sie zu necken, machten sich die drei Mädchen auf den Weg ins Stadtzentrum, wo sich der Tempel von Amaragraf befand. Auf dem Weg dorthin hielten sie hier und da in der Stadt an. Das östliche Viertel war furchtbar überfüllt, was zum Teil daran lag, dass die Geschäfte Ausverkäufe und Sonderangebote anboten, die auf die vielen Schaulustigen ausgerichtet waren. Obwohl die Mädchen nicht die Absicht hatten, etwas zu kaufen, verbrachten sie die Zeit damit, sich gegenseitig auf Gegenstände aufmerksam zu machen und zu lächeln. Chloe blieb stehen, als sie im Schaufenster eines Accessoire-Ladens, den sie normalerweise nie betreten würde, eine Reihe von preisgünstigen Artikeln sah. Alle gingen hin und her und versuchten, das beste Produkt für ihr Budget zu finden. In einem anderen Accessoire-Geschäft suchte sich Latina ein wählend aus und hielt es ihren beiden Freundinnen vor die Nase. Es würde auch zu ihren normalen Outfits passen. Aber dank der Empfehlung ihrer Freundinnen, etwas Erwachseneres als sonst zu wählen, entschied sie sich schließlich für ein schwarzes Band aus einem schönen Stoff. Da es für den Beginn des Festes noch zu früh war, beschlossen die drei Freundinnen, auf dem Weg dorthin ein wenig von ihrer Route abzuweichen und in einer florierenden Bäckerei anzuhalten. Nicht nur der Laden selbst war voll, auch der zusätzliche Stand, den sie davor aufgebaut hatten, war überfüllt. Die drei Mädchen lächelten ihren Freund aus Kindertagen an, der dort eifrig am Werk war. Du siehst beschäftigt aus, Marcel. Hi Latina, Chloe, Silvia. Es ist schon eine Weile her, nicht wahr, Silvia? Sein sanfter Tonfall hatte sich nicht verändert, seit sie jung waren, aber seine Hände arbeiteten zügig weiter, während er sprach. Er verkaufte einfache Sandwiches, die als leichte Mahlzeit für die Besucher des Festes gedacht waren. Selbst während er plauderte, verlangsamte sich die Geschwindigkeit, mit der er die Sandwiches für die Kundenbestellungen zusammenstellte, nicht im geringsten. An dem etwas kurzen, rundlichen Marcel waren keine scharfen Kanten zu sehen. Das Essen, das er in seiner Schürze und mit sanfter Miene verkaufte, sah absolut köstlich aus. Marcel war sich des Eindrucks, den er machte, durchaus bewusst. Genau aus diesem Grund arbeitete er an Tagen wie diesem außerhalb des Ladens und ergriff die Initiative, um als Aushängeschild für den Laden zu fungieren. Dieser Bäckereierbe hatte eine vielversprechende Zukunft vor sich. Wollt ihr alle zum Festival gehen? Ja, das stimmt. Du scheinst beschäftigt zu sein, Marcel, sagte Silvia. Daraufhin lächelte Marcel verlegen und schmierte sich Senf auf ein Brot. Ja, das stimmt. Wir haben immer viel zu tun, aber dieses Jahr hat sich eine Mitarbeiterin des Ladens wegen der Geburt eines Kindes beurlauben lassen, so dass wir nicht genug Leute haben. Ah, hier bitte, danke fürs Warten. Marcel reichte dem Kunden ein Sandwich mit einer großen Portion Gemüse und Fleischscheiben zwischen zwei Stücken des Brotes, auf das der Laden so stolz war. Es sah wirklich köstlich aus. Es war genau die richtige Zeit, um den Hunger zu stillen, und so machten sich die Leute auf den Weg zum Beginn des Festivals, um diesen Wunsch zu erfüllen. Es sieht nicht so aus, als ob ich es dieses Jahr schaffen würde. Wird Anthony auch kommen? Anthony? Ja. Sein Vater arbeitet schließlich auf dem Landsitz des Lords. Er weiß viel darüber, wie das Festival abläuft, und kann sicher einige sehenswerte Orte empfehlen. Ah, hier, das geht aufs Haus. Chloe nahm die drei Sandwiches, die Marcel ihr anbot, mit einem Lächeln entgegen. Dankeschön. Danke. Ist es wirklich in Ordnung? Marcel. Ist schon gut. Aber wenn du kannst, iss sie bitte in der Nähe des Ladens. Brauchst du etwas zu trinken? Latina legte bei Marcels Worten den Kopf schief, aber als sie mit dem Essen vor dem Laden fertig waren, bildete sich eine lange Schlange vor dem Stand.
Der junge Erbe des Ladens hatte richtig erkannt, dass eine Schönheit ersten Ranges, die glücklich die Waren des Ladens verzehrt, eine gute Werbung wäre. Nachdem sie sich von Marcel verabschiedet hatten, machten sich die drei Mädchen auf den Weg zum zentralen Platz der Stadt. Es überraschte sie nicht, dass der Platz viel voller war als sonstige. Sie beeilten sich, als die Sonne unterzugehen begann und der Himmel in den schönsten Farben des Sonnenuntergangs erstrahlte. In ihrem Alltag hatte Latina nur selten die Gelegenheit, den Amarakraft-Tempel zu besuchen. Anders als der Tempel von Azrak, der als Bank diente, und der Tempel von Asfarakraf, den jeder als Kind besuchte, gab es für den Durchschnittsbürger kaum einen Grund, dorthin zu gehen. Allerdings sah sie gelegentlich die Kriegerpriester, die dort dienten, in der Stadt. Die Gardisten, die dem örtlichen Fürsten dienten, hatten die Aufgabe, die öffentliche Ordnung in Kreuz aufrecht zu erhalten. Aber da Amarakraf der Gott war, der für das Gesetz zuständig war, arbeiteten seine Kriegerpriester mit den Gardisten zusammen, um Vorfälle in der Stadt zu unterbinden. Wo ist Anthony? Lachen. Ich habe vorhin von einem meiner Ältesten gehört, dass man anscheinend die Kriegerpriester hier drüben überprüfen kann, bevor die Zeremonie beginnt. Du meinst, sozusagen hinter den Kulissen? Ja, genau. Nachdem sie in die Richtung geschaut hatten, die Silvia ihnen kichernd gezeigt hatte, sahen sich die drei an und gingen dann in diese Richtung los. Sie hatten das Gefühl, etwas Falsches zu tun, als sie heimlich handelten, und ihre Herzen schlugen laut in ihrer Brust. Eine große Anzahl von Kriegerpriestern stand geordnet hinter dem Tempel von Amarakraf, aber da es kurz vor dem Hauptereignis war, lag eine eilige Begeisterung in der Luft. Was sie taten, war kein Verbrechen, aber dennoch hielten die drei Mädchen den Atem an und sprachen leise, während sie zusahen. Wenn man sie so aus der Nähe betrachtet, sehen die Uniformen der Kriegerpriester alle ein bisschen anders aus. Du hast recht. Das ist wahr. Sie unterscheiden sich ein wenig, je nachdem, zu welchem Trupp sie gehören. Es machte einfach Spaß, so heimlich zu reden. Erwachsene würden sich nichts dabei denken, was sie da taten oder worüber sie sprachen, aber für die jungen Mädchen war jeder einzelne Moment davon kostbar. Wow! Der Typ ist ziemlich cool, nicht wahr? Welcher? Da, der mit den zwei Strichen auf der Schulter. Mit den dunkelbraunen Haaren. Das ist also die Art von Mensch, die du magst, Silvia. Findest du den blonden Typen da drüben nicht auch cool? Der Typ ist nicht gut. Er hat Probleme verursacht, weil er Frauen in der ganzen Stadt angemacht hat. Woher hast du das denn, Silvia? Lachen. Die Mädchen amüsierten sich köstlich über dieses Gespräch, das zu Mädchen in ihrem Alter passte. Auch Latina mischte sich ein, aber ihre Freundinnen hielten es nicht für nötig, sie nach ihren Vorlieben zu fragen. Die Person, für die sie sich interessierte, stand bereits fest, und sie war auch nicht der Typ, der Menschen nach ihrem Äußeren beurteilte. Latina besaß auch die Fähigkeit, Gefahren zu spüren, und so richtete sie ihre Urteile eher nach dem, was in ihr steckte. Es war sehr schwierig, sich mit ihren Maßstäben zu messen. Sollen wir gehen? Fragte Chloe. Ja. Latina antwortete mit einem Nicken, und die Mädchen machten sich auf den Weg zum zentralen Platz, wo die Hauptveranstaltung stattfand. Wenn man sich die Rücken der drei Mädchen ansah, die durch die Menge liefen, konnte man fast die Aufregung spüren, die von ihnen ausging. Anthony war immer noch, er lächelte gezwungen, als er in der Nähe des Herrenhauses stand, weil er von den Mitarbeitern und Vorgesetzten seines Vaters umgeben war. Sein Vater mochte zwar ein niedriger Beamter im Herrenhaus sein, aber das bedeutete nicht, dass Anthony nach seinem Abschluss garantiert denselben Posten bekam. Es war jedoch nicht so, als ob die Möglichkeit nicht bestünde.
Um diese Chancen noch ein wenig zu erhöhen, nahm sein Vater ihn mit, um die Runde zu machen. Anthony. Als Anthony zum ersten Mal seit langem wieder seinen Namen hörte, drehte er sich um. Lange nicht mehr gesehen, Anthony. Der Besitzer dieser Stimme war nicht zu verwechseln. Latina stand da mit einem unschuldigen Lächeln, das sich seit ihrer Jugend nicht verändert hatte. Chloe und Sylvia standen hinter ihr. Ihm wurde schnell klar, was hier vor sich ging. Da er von Erwachsenen umgeben war, die sie nicht kannten, hätte es für seine Freunde schwierig sein müssen, ihn zu rufen. Deshalb hatten sie sich für die Latina entschieden. Sylvia war wahrscheinlich die Anstifterin. Latina schien sich dessen selbst nicht bewusst zu sein, aber ihr Auftreten war außergewöhnlich und eindrucksvoll genug, um die Leute um sie herum zum Schweigen zu bringen. Tatsächlich standen sein Vater und die anderen Erwachsenen verwirrt da und starrten geistesabwesend. Papa, das sind meine Freunde, mit denen ich die Asfaragraf-Grundschule besucht habe. Er betonte, dass es sich um Freunde handelte, weil er in mehrfacher Hinsicht um seine eigene Sicherheit besorgt war. Hey, wo? Es schien, dass Anthonys Vater Chloe erkannt hatte. Ihre Häuser lagen nahe beieinander, und sie hatten von klein auf zusammen gespielt, so dass er natürlich mit dem Mädchen vertraut war. Das ist die Feenprinzessin. Mit einem Seufzer erwähnte er den Spitznamen seiner Freundin, und zwar nur gegenüber seinem Vater, aber auch die anderen Erwachsenen in der Nähe begannen zu murmeln. Wahr. Sie ist diejenige aus den Gerüchten. Es gibt sie also wirklich. Offenbar war seine Freundin aus Kindertagen so etwas wie eine mythologische Bestie oder eine Urbain-Legende. Die Gerüchte über sie hatten sogar das Schloss des Fürsten erreicht. In der Stadt Kreuz waren die Trends unter den Abenteurern sehr wichtig. Da sich ein Großteil ihrer Unterstützung auf eine einzige Person konzentrierte, schenkten ihr die Beamten des Fürsten, der diese Stadt regierte, natürlich Beachtung. Die Abenteurer besaßen ein Übermaß an Waffengewalt. Es lag auf der Hand, dass sie jeden im Auge behalten mussten, der sie zu einer Revolte veranlassen könnte. Im Falle der Feenprinzessin berichteten die Gardisten des Fürsten jedoch, dass sie harmlos sei, so dass sie nicht als Problem angesehen wurde. Keiner der Bediensteten des Fürsten konnte sich vorstellen, dass ein Hauptmann der Wache die Anführerin eines ihrer Fanclubs war oder dass es genügte, das Mädchen Hauptmann rufen zu hören, um ihn zu einem breiten Grinsen zu verleiten. Latina hielt sich hauptsächlich im südlichen Bezirk auf, wo sich das Dancing Ocelot befand, und im kommerziellen Bereich des östlichen Bezirks. Das westliche Viertel, in dem die meisten Beamten lebten, besuchte sie nie, und die Leute, die dort lebten, würden nie in einen Laden gehen, der Rüpel wie das Ocelot bediente. Deshalb war die Existenz von Latina für sie nicht mehr als ein Gerücht. Wir waren bei Marcel, bevor wir hierher kamen. Er sagte, wir würden dich hier finden. Latina mochte im Allgemeinen reifer aussehen, aber die Art, wie sie in ein breites Lächeln ausbrach, hatte sich überhaupt nicht verändert. Es ist wirklich schon eine Weile her, Leute. Ich bin froh, dass es euch allen gut zu gehen scheint. Du bist größer geworden, Anthony. Macht es dich nicht irgendwie wütend, dass er so auf uns herabschaut? Er kann nicht aufhören zu wachsen, aber ich nehme an, es ist in Ordnung, solange er auf Händen und Knien geht, oder? Es scheint, als hättet ihr zwei euch überhaupt nicht verändert, Chloe und Sylvia. Als Mann hätte er eigentlich im Vorteil sein müssen, was Größe und Körperbau anging, aber aus irgendeinem Grund hatte er das Gefühl, dass er gegen die beiden nicht gewinnen konnte. Anthony begann innerlich zu schwitzen. Ich bin immer mit Dale gekommen, also weiß ich nicht wirklich, wie man das Festival am besten sieht. Und Marcel sagte, dass du vielleicht eine gute Idee hast, wohin wir gehen sollten. Ah, ich verstehe. Nur mit euch Mädchen wäre es gefährlich,
an Orte zu gehen, an denen sich Abenteurer versammeln. Jedes Jahr, in dem Latina das Nachtfest besucht hatte, war sie mit Dale unterwegs gewesen. Er schlich sich durch die Menge und ließ das junge Mädchen gelegentlich auf seinen Schultern reiten, um die Festlichkeiten besser sehen zu können. Es gab auch Jahre, in denen sie sich dank eines Bekannten, der dort einen Platz hatte, auf die Zuschauerplätze geschlichen hatten. Aber heute konnten sie solche Methoden nicht anwenden. Bei den Ocelot-Stammgästen zu sein, ist nicht anders als bei Dale, sagte Latina, schmollte und blies die Backen auf, wobei sie Anzanis Worte anders auffasste, als er es beabsichtigt hatte. Was ist los mit Latina? Anthony flüsterte dem Mädchen zu, das er am längsten kannte, woraufhin Chloe ein verlegenes Lachen ausstieß und dann leise antwortete. Alle in Latinas Haus machen sich Sorgen um sie. Anscheinend hat man sie vor dem heutigen Ausflug gewarnt. Ah, ich verstehe. Wahrscheinlich machen sie sich nur Sorgen, weil Latina so unaufmerksam ist, aber trotzdem. Anthony überkam ein angenehmes Gefühl, während er mit den beiden sprach. Es war eine intime, vertraute Art der Unterhaltung, die er vergessen hatte, weil es schon so lange her war. Ich werde meinen Vater fragen. Wenn es dir nichts ausmacht, denke ich, dass es wahrscheinlich gut wäre, hier herumzuhängen. Anthony hatte das gesagt, weil ihm klar war, dass sein Vater und die anderen Erwachsenen ein großes Interesse an der vermeintlichen Feenprinzessin hatten. Er war sich auch bewusst, dass es zu einem absoluten Chaos führen würde, wenn er seinen Freund aus Kindertagen ziellos umherirren ließe und zufälligerweise etwas passieren würde. Darf ich dir vorstellen, Papa? Das ist Latina. Sie wohnt in einem Laden mit einer Akahadara-Graf-Flagge. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Latina. Ich wurde an einem Ort geboren, an dem es keine Familiennamen gibt, also entschuldige ich mich, dass ich nur meinen Vornamen nenne. Und das ist Silvia Fahl. Sie ist die Tochter des Vizekapitäns Fahl von den Gardisten. Freut mich, Sie kennenzulernen. Als Antwort auf das Lächeln der Mädchen luden die Leute vom Herrenhaus sie ein, sich das Fest mit ihnen anzusehen, genau wie Anthony es erwartet hatte. Diese Entscheidung Anzanis diente dazu, den Frieden in Kreuz heimlich zu bewahren. Die Hauptfeierlichkeiten des nächtlichen Festes begannen, als die Sonne unterzugehen begann. Das war die Zeit, in der die Welt am stärksten in die symbolische Farbe von Amaragraf getaucht war. Die Kriegerpriester von Amaragraf marschierten in einer geordneten Prozession durch das Kreuz und trugen polierte Rüstungen, in denen sich das Licht der Fackeln, die sie trugen, spiegelte. Der geordnete Marsch dieser tapferen Soldaten, die der Stolz des Kriegsgottes waren, war an sich schon faszinierend genug. Aber inmitten der Prozession befanden sich auch PriesterInnen in flatternder, dünner Seide, die in Form eines Tanzes Gebete für den Sieg in der Schlacht darbrachten, was den Anblick noch brillanter machte. Mit den Bewegungen ihrer schlanken Arme bewegten die PriesterInnen die tiefkarmesinrote Seide, die mit Goldfäden bestickt war. Das Nachbild des Feuerlichts, das sich auf dem Gold spiegelte, hing funkelnd in der Luft. Die schwankenden, flackernden Flammen, die die Stadt erleuchteten, waren das eigentliche Symbol ihres Glaubens. Während die Schuldigen ihre Taten in der Dunkelheit verbergen können, gibt es in der Gegenwart von Amaragraf keinen Platz zum Verstecken. Und so zündeten sie eine Vielzahl von Feuern an und verwandelten die normalerweise stille Nacht der Stadt in ein Lichtermeer. Es ist erstaunlich. Die Mädchen hatten sich einen sicheren Aussichtspunkt gesucht, von dem aus sie diesen besonderen Anblick beobachten konnten, ohne sich Sorgen machen zu müssen, von den Menschenmassen bedrängt oder behindert zu werden. Obwohl viele Menschen anwesend waren, handelte es sich im Wesentlichen um ein religiöses Ritual, so dass es nicht viele Leute gab, die wirklich ausrasteten und einen Aufruhr verursachten. Dennoch war es so laut, dass es schwierig war, jemanden zu hören,
wenn man ihn nicht von Angesicht zu Angesicht sah. Die Mädchen genossen diese ungewöhnliche Atmosphäre, die wie Wellen über die Menge schwappte. Vielleicht lag es daran, dass es sich um ein so besonderes Ereignis handelte, dass Chloe es schaffte, ein Thema anzusprechen, das sie normalerweise nicht mit ihrer Freundin besprechen würde. Hey, Latina. Was gibt's? Wann wirst du mir deine Liebe gestehen? Latinas Stimme verschluckte sich als Antwort auf Chloes Worte. Es war schwer zu erkennen, wie Latina reagierte, wenn man ihr Gesicht betrachtete, das von den roten Flammen erhellt wurde. Das ist richtig. Warum hast du es noch nicht getan? Ich habe nichts davon gehört, dass er irgendwelche besonderen Frauen in seinem Leben hat. Warum hältst du dich dann zurück, mischte sich Silvia ein, woraufhin Latina verlegen zu Boden blickte. Ich habe es schon gesagt, behauptete Latina in einem leicht kindlichen Ton. Ich sage es immer. Ich sage Dale, dass ich ihn liebe. Dass ich ihn mehr liebe als jeden anderen. Dass er für mich etwas Besonderes ist, mehr als jeder andere. Aber meine Gefühle dringen nie zu ihm durch. Sie trug diese Gefühle schon seit geraumer Zeit in ihrem Herzen, die sich nie änderten, und sie hatte immer wieder versucht, diese Gefühle auszudrücken. Latina erzählte ihren Freundinnen weiter, wie sie sich fühlte, und ihre Ohren waren so rot, dass man es hätte sehen können, wenn sie nicht so nahe an einem Lagerfeuer gewesen wären. Für Dale bin ich immer noch nur seine kleine Latina. Er versteht es einfach nicht. Egal, wie oft ich ihm sage, dass ich ihn liebe oder dass er für mich etwas Besonderes ist. Es kommt nicht bei ihm an. Sie wusste nicht, was sie tun sollte, wenn ihre Worte der Liebe ihn nicht erreichten. Nur zu sagen, dass sie ihn liebte, reichte nicht aus. Selbst wenn sie sagte, dass sie ihn am meisten liebte, auf eine andere Art als andere. Selbst mit all diesen Worten konnte sie ihn nicht erreichen, was sollte sie also tun? Und warum erreichten ihn diese Gefühle nicht? Sie hatte lange nach der Antwort auf diese Frage gesucht und festgestellt, dass sie erwachsen sein musste. Sie dachte, dass ihre Worte ihn zwar nicht erreichen würden, wenn sie ein Kind war, aber wenn sie größer und erwachsen wurde, würden sie ihn erreichen. Der Altersunterschied zwischen ihnen war groß, und sie gab sich alle Mühe, erwachsen zu wirken, aber sie hatte ihn noch immer nicht erreicht. Trotzdem wollte sie wenigstens als richtige Frau gesehen werden, damit sie ihre Gefühle ausdrücken konnte. Latina. Chloe, die an ihrer Seite saß, drückte Latinas Hand fest. Chloe hielt ihre Worte zurück, aber ihre andere Freundin sprach sie ohne Zögern aus. Ist das wirklich alles? Silvia. Du verstehst, warum du nicht zu ihm durchdringen konntest, nicht wahr, Latina? Aber? Du hast Angst, nicht wahr? Weil es nicht so bleiben kann, wie es bisher war. Latina reagierte schockiert auf Silvias Worte, nicht nur, weil ihre Freundin ins Schwarze getroffen hatte, sondern auch, weil ihr durch diese Worte klar wurde, dass sie solche Gefühle in ihrem Herzen trug. Latina war zwar erschüttert, konnte sich aber dank Chloe, die sich schweigend an sie schmiegte, wieder fangen. Als ihre Freundin wusste Chloe nur zu gut, dass Latina vor allem fürchtete, die Menschen zu verlieren, die ihr nahe standen. Vielleicht ist das der Fall, schlussfolgerte Latina nach einer Weile. Ja, wahrscheinlich, bestätigte Silvia. Chloe indes bot nur ihre stille Unterstützung an. Was du brauchst, um deine Gefühle zu zeigen, ist nicht, dass du erwachsen wirst, du brauchst die Entschlossenheit, das Risiko einzugehen, deine jetzige Beziehung zu zerstören. Ich verstehe. Die Zeit, die sie mit diesem geliebten Menschen verbracht hatte und in der sie als seine bezaubernde kleine Tochter behandelt worden war, hatte sie bis jetzt zusammengehalten, und diese Zeit war ihr unglaublich kostbar und angenehm.
aber wenn sie sich eine andere Beziehung zu ihm wünschte, musste sie erst einmal bereit sein, diese Veränderung zuzulassen. Aber, ist es in Ordnung? Ist es wirklich in Ordnung, wenn ich Dale sage, dass ich ihn liebe? Silvia hätte Latina fast für diese zaghaften Worte gescholten, hielt sich aber zurück, als sie den gequälten Ausdruck des Mädchens sah. Latina, sagte Chloe und sah besorgt aus. Ich bin ein Teufel, also. Egal wie sehr ich es versuche, ich werde nie ein Mensch sein. Und deshalb. Du bist immer noch eine Latina, und ein Teufel zu sein, gehört dazu, sagte Chloe, die sich das nicht verkneifen konnte, weil sie wusste, was Latina in der Vergangenheit getan hatte. Stimmt. Aber ich mache mir trotzdem Sorgen. Die Zeit, die ich mit Dale verbringe, ist dieselbe, aber sie verläuft für jeden von uns anders. Also selbst wenn ich es Dale sage und er mich trotzdem akzeptiert, weiß ich, dass er darunter leiden wird, weil er so nett ist. In ihrem Kopf war sie sich dieser Tatsache bewusst. Und doch hatte sie ihren Blick weiterhin davon abgewendet. Irgendwann würde ihre gemeinsame Zeit mit den Menschen, die ihr wichtig waren, zu Ende gehen. Alle würden alt werden und sterben und sie ganz allein zurücklassen. Sie konnte dem nicht entgehen, aber da sie jetzt glücklich war, wollte sie nicht an diese Tatsache denken. Und außerdem ist es für Teufel nicht leicht, Kinder zu bekommen. Latina sah aus, als würde sie gleich in Tränen ausbrechen, als sie diese Tatsache aussprach. Dale hat mir wirklich alles Mögliche gegeben. Doch selbst wenn Dale meine Gefühle akzeptiert, werde ich ihm kein Kind schenken können. Latina wusste, dass Dale Kinder liebte. Nicht nur, dass er sie aufgenommen hatte, als sie noch klein war, und sie großzog. Egal. Was er im Ozelot gesagt haben mochte, es schien ihm nichts auszumachen, Theo zu beobachten, und als er hörte, dass sein jüngerer Bruder zu Hause ein Kind hatte, brach er in ein sanftes Lächeln aus. Und so wusste sie, dass sie nicht diejenige sein sollte, die an seiner Seite steht, wenn sie ihm kein eigenes Kind schenken kann. Diese Gedanken hatten schon lange an Latina gezerrt. In diesem Moment spürte sie einen Schlag auf ihren Kopf. Au! Überrascht blickte sie auf und sah in das wütende Gesicht ihrer Freundin, die sie anschaute. Latina, du Dummkopf! Das Mädchen landete erneut einen Schlag auf Latinas Kopf. Latina sah bei diesem Angriff entgeistert aus, was Chloe zu einem verlegenen Lächeln veranlasste, das keinerlei Bosheit enthielt. Du bist so klug, warum gehen deine Gedanken dann in so eine schlechte Richtung? Chloe. Es ist ja nicht so, dass es selten Ehepaare ohne Kinder gibt, selbst unter zwei Menschen. Und trotzdem sind sie in der Lage, ein glückliches Leben zu führen, oder? Aber ein erbärmlicher Kerl, der eine Frau aufgrund von so etwas Dummem beurteilt, ist meiner besten Freundin überhaupt nicht würdig. Latinas Gesichtsausdruck wechselte von Überraschung zu einer anderen Emotion. Als Silvia das bemerkte, ergriff sie schnell das Wort. Nein. Du darfst nicht weinen, Latina. Du würdest dein Make-up ruinieren. Es gibt jemanden, dem du das zeigen willst, wenn du zurückkommst, oder? Ja. Latina richtete ihr Gesicht nach oben, damit ihre heißen Tränen nicht fließen konnten. Und sie hielt die Hände ihrer Freunde an ihrer Seite fest umklammert, damit sie die Erinnerungen an diese Nacht und die Wärme dieses Moments nicht vergaß. Dale ist kein erbärmlicher Kerl. Stimmt. Wenn das so ist, dann solltest du alles geben, was du hast. Nachdem Latina ihre Entscheidung getroffen hatte, steuerte das Fest auf seinen Höhepunkt zu. Mit Magie erzeugte Flammen tanzten wie ein lebendiges Wesen um das Zentrum der Stadt und versprühten dabei Funken. Die Aufregung und das Geschrei stiegen, als alle die heiße Luft der Flammen auf ihrer Haut spürten.
Mitten in all dem trug Sylvia ein schelmisches Lächeln, das zu ihrer Persönlichkeit passte, und sah aus, als würde sie etwas aushecken. Hey, Latina. Rassen mit einer langen Lebenserwartung haben zwar eine niedrigere Geburtenrate, aber es ist ja nicht so, dass du keine Kinder bekommen kannst. Aber wenn das so ist, solltest du dann nicht so schnell wie möglich eine Beziehung eingehen, um die Chancen noch ein bisschen zu erhöhen. Das ist wahr. Du solltest es heute Abend versuchen, Latina. Wahr. Dank der leichtsinnigen Vorschläge ihrer Freunde vergaß Latina ihre Tränen und stieß stattdessen diesen panischen Schrei aus. Das Fest endete mit einem Feuerwerk aus groß angelegter Feuermagie. Wie es sich für ein Fest, das Amara Graf gewidmet war, gehörte, waren sie alle rot, aber es war trotzdem unmöglich, etwas anderes als die großen flammenden Blumen am Himmel zu sehen. Jeder in der riesigen Menschenmenge starrte nach oben. Mitten in all dem hatte Latina plötzlich das Gefühl, jemanden nach ihr rufen zu hören, und drehte sich um. Als sie das sah, legten ihre Freunde den Kopf schief. Was ist los, Latina? Gerade eben dachte ich. Als Latina sich umdrehte, sah sie die Leute aus dem Herrenhaus, die ihnen ihren Platz zugewiesen hatten. Sie legte den Kopf ein wenig schief, als sie ihren Jugendfreund Anthony unter ihnen sah. Neben ihm standen einige Männer in Wachuniformen. Sie sahen jedoch viel zerbrechlicher aus als die Stammgäste, die das Ocelot besuchten. Wachen? Gar. Während Latina nur unschuldig verwirrt reinschaute, verzog Sylvia eindeutig das Gesicht. Sylvias Vater war Vizekapitän von Kreuz, Gardisten. Sie waren zwar einfache Leute, aber Sylvia stammte aus einer Familie mit hohem Status, so dass sie eine recht strenge und formelle Erziehung genossen hatte. Jetzt, da sie die Außenwelt durch ihr Leben im Tempel von Akahadara Graf kennengelernt hatte, fühlte sich ihr Leben in diesem Haus erdrückend an. Und für sie war jeder, der als Gardist diente, nur ein Untergebener ihres Vaters, der das Symbol für ihr familiäres Zuhause war. Einer der Gardisten, die sich mit Anthony unterhielten, drehte sich in ihre Richtung und blieb dann eiskalt stehen. Er schien schockiert zu sein, dass die Mädchen ihn ansahen. Die anderen Wachen an seiner Seite sahen ebenfalls überrascht aus, aber ihre Reaktionen vermittelten einen etwas anderen Eindruck. Latina dachte, dass hinter ihr vielleicht etwas Seltsames war. Und drehte sich um, um nachzusehen, aber sie fand nur die Rücken der Menge, die in den Nachthimmel schauten, und nichts Überraschendes, also legte sie den Kopf wieder schief. Ist das nicht Rudi? Fragte Chloe. Latina blickte wieder zu dem Wachmann. Erst jetzt wurde ihr klar, dass der Wachmann, der mit Anthony sprach, ihr Jugendfreund war. Ah, das ist er. Er hat also das Reservekorps absolviert. Sylvia flüsterte. Bevor man ein offizieller Gardist in Kreuz werden konnte, musste man eine Ausbildung im Reservekorps absolvieren. Sobald ihre Fähigkeiten anerkannt waren, dürften sie eine Gardeuniform tragen und wurden zum Dienst eingeteilt. Innerhalb der Gardisten gab es Ränge, aber da sie nur eine Organisation in einer einzigen Stadt waren, war es nicht so kompliziert wie in einer großen Armee. Es fühlte sich an, als hätte man ihren immer noch unzuverlässig aussehenden Jugendfreund in eine Uniform gezwängt. Sein schlanker Körperbau machte deutlich, dass er noch im Wachstum begriffen war. Dennoch war sein Körper wohl proportioniert, so dass es offensichtlich war, dass er ordentlich trainiert hatte. Als sie jung waren, war er größer als seine Freunde gewesen, aber als alle reifer wurden, fiel er nicht mehr auf. Allein von der Körpergröße her übertraf Anthony ihn jetzt sogar. Latina ging auf ihren Jugendfreund zu, den sie schon lange nicht mehr gesehen hatte. Sie ging mit einem Trippeln einher, wie seit ihrer Kindheit unverändert. Sie war von Natur aus neugierig, und wenn etwas ihr Interesse weckte,
ging sie ohne zu zögern darauf zu. Lange nicht mehr gesehen, Rudi. Du siehst gut aus, sagte Latina, während sie sich ihm näherte, ein Lächeln mit einem Rest von Jugendlichkeit im Gesicht. Rudi erwiderte das Lächeln mit einem verlegenen Gesichtsausdruck. Könntest du aufhören, mich Rudi zu nennen, antwortete ihr Freund aus Kindertagen, ohne sie zu begrüßen, und seine Stimme war noch tiefer, als sie es in Erinnerung hatte. Latina legte den Kopf schief. Aber Rudi, du bist doch Rudi. Richtig. In meinem Alter ist so ein kindischer Spitzname ein bisschen. Rudolf. Latina sagte seinen vollen Namen etwas unbeholfen. Da sie es nicht gewohnt war, ihn auszusprechen, und aus irgendeinem Grund erstarrte er wieder, obwohl er derjenige war, der ihr gesagt hatte, sie solle ihn benutzen. Hem. Das fühlt sich irgendwie seltsam an. Latina zog die Stirn ein wenig in Falten, als sie das murmelte, aber dann wurde ihr Gesichtsausdruck wieder normal. Kann ich dich nicht einfach Rudi nennen? Mach, was du willst. Unfähig, der Latina ins Gesicht zu sehen, wenn sie so nah war, wandte Rudolf seinen Blick ab. Seine anderen alten Freunde trugen unterdessen laue Minen. Es sieht so aus, als wäre sein Körper das Einzige, was gewachsen ist. Aber da kann man wohl nichts machen, schließlich geht es um Rudi. Es sieht so aus, als ob selbst das Training des Reservekorps einen Taugenichts wie ihn nicht heilen kann. Anscheinend kann man Rudi einfach nicht helfen. Chloe, Silvia, es ist nicht fair, zu viele Erwartungen an ihn zu stellen. Immerhin ist er Rudolf. Stimmt, das wäre ja furchtbar. Das ist wahr. Hey, ich kann dich hören. Warte, versuchst du überhaupt, es zu verbergen? Er brach zwar nicht in Tränen aus, aber trotzdem war es schwer, in Rudolf ein Wachstum zu sehen, als er das erwiderte. Es war Anthony, der sich an die Wachen gewandt hatte. Er wusste nämlich, dass es zu einem ernsten Zwischenfall kommen würde, wenn ein paar Garnoven die Platinfeenprinzessin angreifen oder ein Lüstling sie anbaggern würde. Höchstwahrscheinlich würde der Täter es nicht lebend aus der Stadt schaffen. Anthony kannte die Wächter in ihrer Umgebung gut und war sich bewusst, dass gewöhnliche Leute dazu neigten, alle Abenteurer fälschlicherweise für furchterregend zu halten. Aber wenn es um einen bestimmten vernarrten Idioten ging, waren solche Urteile nicht unbedingt falsch. Die Dinge waren für Latina gefährlicher, als ihr selbst bewusst war. Sie war zwar eine Magie-Invenderin, was ihr eine gewisse Feuerkraft verlieh, aber wenn sie vor Angst oder Schock ihre Stimme verlor, konnte sie nicht mehr richtig einsetzen. Dann bliebe ihr nur ihr schlanker, gebrechlicher Körper, mit dem sie sich wehren könnte. Und dennoch wollten diese Mädchen nachts ganz allein herumlaufen, wenn die Stadt noch mehr Außenseiter beherbergte als sonstige. Anthony fand, dass er etwas unternehmen musste, um den Frieden und die Ruhe in der Stadt zu schützen. Also ging er zu dem Ort, an dem die Wächter stationiert waren, um mit ihnen die Angelegenheit zu besprechen. Am Ende übertrafen sie sogar Anthonys Erwartungen, indem sie eine Reihe frischer Absolventen des Reservekorps zur Verfügung stellten. Dies war das Ergebnis einer Absprache zwischen dem Hauptmann, der um die Sicherheit der Elfenprinzessin besorgt war, und dem stellvertretenden Hauptmann, der sich um seine Tochter sorgte, die in letzter Zeit nicht mehr nach Hause kommen wollte. Das war purer Amtsmissbrauch, aber es gab niemanden, der das im Moment aufzeigen konnte. Rudolf landete dank der Absichten seiner Vorgesetzten in der abgestellten Gruppe. Es gab niemanden in der Führungsetage der Garde, der nicht wusste, für wen er Gefühle hegte. Seit er vor 4 Jahren in das Reservekorps eingetreten war, hatte er deshalb viel Aufmerksamkeit bekommen. Vielleicht war es dem Einfluss ihres Vormundes und ihres Mentors zu verdanken, dass die geliebte Feenprinzessin der regulären Garde den Abenteurern näher stand. Für die regulären Gardisten war dies eine herbe Enttäuschung,
Doch dann trat ein Jugendfreund der Feenprinzessin in ihre Reihen ein. Wenn sie sich in den Jungen verliebte, würde sie häufig die Wache besuchen und sie alle mit einem bezaubernden Lächeln begrüßen und vielleicht sogar gelegentlich das Mittagessen mitbringen und sagen: Bitte nehmt alle etwas. Und so entstand bei den Männern der Wunsch, dass solche Tage kommen sollten. Das war der Grund, warum Rudolfs Vorgesetzte so hart mit ihm arbeiteten, wohl wissend, dass er im Nachteil war. Denn wenn er es nicht wenigstens vermeiden konnte, von ihrem Wächter sofort vernichtet zu werden, würde er es nie zu etwas bringen. Aus der Sicht derer, die über sie wachten, war das ärgerlich, aber es war besser, jemanden zu unterstützen, den sie in Form prügeln konnten. Für den Jungen selbst war das jedenfalls die Hölle auf Erden, aber er hatte sich ja selbst dafür entschieden, diesen dornenreichen Weg zu gehen. Du bist jetzt also ein richtiger Wächter, richtig, Rudi? Wann ist das passiert? Es ist gerade erst passiert. Sie hatten zu wenig Leute für das Nachtfest, also haben sie uns Neulinge zusammengetrommelt. Sind die Leute hinter dir auch neu? Ich habe sie noch nicht im Laden gesehen. Die Gardisten, die regelmäßig im Laden sind, haben so ziemlich alle hohe Positionen inne. Hem. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Latina und komme aus dem Ozelot im südlichen Bezirk. Ich bin mit Rudi befreundet, seit wir Kinder waren. Latina schenkte den anderen jungen Männern ein Lächeln und ignorierte Rudolfs Versuch, den Namen des Ozelot nicht zu nennen. Der Altersunterschied war zwar nicht so groß, aber die jungen Männer, die zu offiziellen Wächtern befördert worden waren, waren von Latinas Auftreten dennoch sichtlich verblüfft. Um ehrlich zu sein, war Rudolf selbst schockiert. Er war sich bewusst, dass das Mädchen, für das er seit seiner Jugend Gefühle hegte, süß war, aber in der Zeit, in der sie sich nicht gesehen hatten, war sie in seiner Erinnerung immer schöner geworden. Die Ausbildung im Reservekorps war hart gewesen und hatte ihn dazu veranlasst, sich immer auf das zu konzentrieren, was vor ihm lag. Er hatte das Gefühl, dass er härter angepackt wurde als seine Mitschüler, aber er konnte es nicht als unangemessenes Schikanieren bezeichnen, also fiel es ihm schwer, das Thema anzusprechen. Trotz alledem war Latina noch schöner geworden, als er es sich vorgestellt hatte. Selbst seine Kollegen waren sprachlos, als sie sie sahen. In der überwiegend männlichen Garde sprachen sie oft darüber, dass die Kellnerin in irgendeiner Bar ein Hingucker war oder dass sie in diesem oder jenem Lokal eine wirklich sexy Frau gesehen hatten. Aber Latina war auf einer ganz anderen Ebene. Sie war zu strahlend, um sie direkt anzuschauen. Aber wie immer war sie sich dieser Tatsache nicht bewusst. Wow, rief Latina aus, als sie zu dem letzten Feuerwerk hinaufstarrte, das wunderschön den Nachthimmel erhellte. Es war nur natürlich, dass Rudolf vor Nervosität ganz steif wurde, als er ihren Gesichtsausdruck von der Seite betrachtete. Das magische Feuerwerk ging zu Ende und läutete das Ende der Feierlichkeiten dieses besonderen Abends ein. Die Stadtbewohner machten sich alle auf den Weg zurück in ihre Häuser, während die Reisenden zu ihren Unterkünften für die Nacht gingen. Einige machten sich auch auf den Weg zu den Bars, die wegen der Festbesucher später als sonst geöffnet waren. Auch die Mädchen tauschten ihre Abschiedsworte aus. Na dann, bis später. Genau. Komm doch mal im Laden vorbei, okay? Während Silvia ein gleichgültiges Lächeln aufsetzte, hatten die neuen Wachen, die hörten, dass sie die Tochter ihres Vizekapitäns war, einen schrecklich steifen Gesichtsausdruck. Während sie sie begleiteten, machte sich Silvia auf den Weg in den westlichen Bezirk. Offenbar wollte sie heute direkt nach Hause gehen. Du auch, Chloe? Ja. Reiß dich zusammen, Latina, sagte ihre Freundin mit einem Lächeln. Latina machte sich zusammen mit Rudolf auf den Weg in den südlichen Bezirk. Sie hatte ihre Kleidung und andere Habseligkeiten bei Chloe zu Hause gelassen, damit sie ihr alles erzählen konnte,
was passiert war, wenn sie es später abholen wollte. Nachdem sie zurückgelassen worden war, wandte sich Chloe mit einem unbeholfenen Lächeln an den jungen Mann an ihrer Seite und sagte: Tut mir leid. Sieht so aus, als wärst du zufällig beim Eskurieren der Reste hängen geblieben. Keineswegs. Eine Mission ist nun mal eine Mission. Chloe trug einen fröhlichen Gesichtsausdruck, sie war vielleicht nicht so umwerfend schön wie Latina, aber sie war trotzdem sehr charmant. Latina mochte zwar eine unvergleichliche Schönheit sein, aber sie hatte keinen Minderwertigkeitskomplex in Bezug auf ihr Äußeres, sondern drückte ihre üppige Brust mit Stolz aus und hatte eine andere Art von Charme als ihre Freundin. Was der junge Mann über Chloes Lächeln dachte, als er einen Schritt hinter ihr ging, wusste nur er selbstständig. Latina starrte Rudolf an, als sie neben ihm herging, und konnte ihre Neugier nicht verbergen. War die Ausbildung beim Reservekorps hart? Ja. Ich verstehe. Du bist wirklich kräftig gebaut, Rudi. Du siehst viel kräftiger aus als die Neulinge, die in den Laden kommen. Latinas Lächeln war unschuldig und unbedacht. Und weil sie so wenig wusste, was die Leute um sie herum von ihr hielten, war das umso gefährlicher. Seit sie jung war, war sie immer nur einer einzigen Person hinterhergelaufen. Das führte dazu, dass sie das Interesse der Menschen um sie herum nicht bemerkte, und dank der Person, für die sie Gefühle hegte und die sie wie ein Kind behandelte, war ihr Selbstwertgefühl gering. Die Tatsache, dass sie aus ihrem Heimatdorf verbannt worden war, trug ebenfalls nicht dazu bei. Außerdem war sie sehr empfindlich gegenüber dem Wohlwollen anderer. Dank ihrer Fähigkeit, zu erkennen, wenn jemand ihr schaden wollte, war sie gut darauf eingestellt, Feindseligkeit aufzuspüren. Folglich war sie auch gut darin, das Gegenteil davon, nämlich Wohlwollen, zu erkennen. Wenn es jedoch um die Details dieses guten Willens ging, war sie unglaublich schwer von Begriff. Rudolf war sich dieses Aspekts von Latina vage bewusst. Er nahm an, dass sich das nicht geändert hatte, auch wenn ein paar Jahre vergangen waren. Was ist los? Du sagst ja gar nichts. Es ist nichts. Du bist komisch. Obwohl sie einen umwerfenden Charme versprühte, trauten sich keine ungehobelten Männer an sie heran, wenn jemand in einer Gardeuniform an ihrer Seite war. Trotzdem spürte Rudolf, dass viele Blicke auf Latina gerichtet waren, darunter auch einige unangebrachte, und beobachtete sie mit einem bedrohlichen Blick. Während ein wenig Licht ihr langes Haar zum Glitzern brachte, blieb Latina kurz vor ihrem Ziel stehen. Ein Stück weiter vorne lief Dale im Dancing Ocelot unruhig umher und konnte sich nicht beruhigen. Um ehrlich zu sein, war er nur im Weg. Ist Latina nicht ein bisschen spät dran? Das Feuerwerk ist doch gerade zu Ende gegangen, oder? Der Hauptplatz wird voll sein, also wird es eine Weile dauern, bis sie zurückkommt. Außerdem hat Latina gesagt, dass sie ihre Freunde nach Hause begleitet, sagte Rita seufzend. Wenn man die Fenster öffnete, konnte man das Feuerwerk am Nachthimmel sogar vom Inneren des Ocelot aus sehen. Dies geschah, um den Kunden ein wenig von der festlichen Atmosphäre zu vermitteln, auch wenn sie nicht zu der eigentlichen Veranstaltung gingen. Ich verstehe das, aber wenn du es verstehst, dann benimm dich gefälligst. Ganz gleich, wie stichhaltig Ritas Argumente waren, Dale hatte nicht die Absicht, sich zu bessern. So war er, seit er nach Kreuz zurückgekehrt war, nachdem er sich von Gregor und Rose verabschiedet hatte. Ritas Geduld stieß an ihre Grenzen. Wenn du so besorgt bist, dann solltest du einfach draußen warten, sagte Kennis mit frustriertem Blick. Er konnte die düstere Atmosphäre nicht mehr ertragen. Nachdem er tatsächlich aus dem Ocelot geworfen worden war, stellte Dale fest, dass die nächtliche Straße viel belebter war als sonstige. Er machte ein paar Schritte, um nach Latina Ausschau zu halten, merkte aber, dass es sinnlos wäre,
wenn sie sich versehentlich verfehlten, und drehte wieder um. Er spürte die unheimliche Atmosphäre, die Dale umgab, während er nach dem Mädchen Ausschau hielt, und die Passanten waren erschrocken und hielten Abstand. Als er endlich ihre Gestalt auf sich zukommen sah, ging ein Anflug von Erleichterung über Dales Gesicht, doch seine Miene wurde wieder grimmig, als er merkte, dass sie nicht allein war. Das Kleid, das sie trug, kam ihm nicht bekannt vor, aber Dale würde sie auf keinen Fall verwechseln. Sie schenkte dem Jungen in ihrem Alter neben ihr ein freundliches Lächeln. Für Dale machte es keinen großen Unterschied, ob er eine Wache oder ein Abenteurer war. Jeder junge Mann, der mit einer Latina liebäugelte, war für ihn im Grunde genommen Ungeziefer. Dale, rief Latina begeistert, als sie ihn vor dem tanzenden Ocelot stehen sah. Rudolf verspürte einen schmerzhaften Schmerz in seinem Herzen, als er die spürbare Freude in Latinas Stimme hörte. Er wusste alles über Latinas Gefühle für Dale, also würde ihn das nicht aus der Fassung bringen. Er wurde misstrauischer beäugt als früher, als er den Laden als einer ihrer Freunde besucht hatte, und er spürte ein Frösteln, aber es war nicht so schlimm, dass er es nicht aushalten konnte. Da er sich nicht bewusst war, dass er der blutigen Aura, die von Dale ausging, nur dank der höllischen Ausbildung, die er durchlaufen hatte, widerstehen konnte, tat Rudolf so, als würde er den Schweiß, der sich auf seiner Stirn bildete, nicht bemerken. Latina hatte nicht bemerkt, dass Dale schlechte Laune hatte. Für sie war die Person an ihrer Seite nur ihr Freund aus Kindertagen, Rudi. Es gab keinen Grund, sich schuldig zu fühlen, wenn sie fröhlich plauderte und neben ihrem Freund herging, den sie zum ersten Mal seit langem wiedersah. Dale wusste auch, dass Latina nicht zu der Sorte Mädchen gehörte, die mit jedem durchbrennen würde. Trotzdem konnte er sich nicht beruhigen, als er sie so unbehütet sah. Seine schlechte Laune war die natürliche Folge dieser Sorge. Latina. Dales Stimme war rau und fest. Du bist zu spät zurück. Latina legte ihren Kopf schief, verwirrt von Dales Worten. Er war nicht wirklich verärgert über ihr Verhalten. Dank der Tatsache, dass sie ihre Freunde nicht nach Hause begleiten musste, war sie früher zurück als ursprünglich geplant. Doch obwohl diese Bedenken ausgeräumt waren, war sie mit einem Mann zurückgekehrt, den er nicht kannte, was Dale in Rage brachte und ihm das Blut in den Kopf steigen ließ, was ihn unvernünftig machte. Los, komm schnell rein. Als Reaktion darauf, dass Dale sie praktisch wie ein kleines Kind behandelte, verdüsterte sich Latinas Gesichtsausdruck. Auch sie verlor die Vernunft aus den Augen. Es war das erste Mal, dass sie nachts allein unterwegs war, was die Festivalatmosphäre nur noch verstärkt hatte. Dass sie mit ihren Freunden zusammen war, verstärkte diese noch und machte sie noch viel aufgeregter als sonstige. Aber als Reaktion auf Dales schlechte Laune schlug das völlig um. Jetzt war sie einfach nur noch wütend. Dale, ich bin kein kleines Kind mehr. Weißt du, Kinder sind die einzigen, die so etwas sagen. Nein, das ist es nicht. Sie ballte ihre Fäuste fest zusammen. Sie war mental immer noch nicht darauf vorbereitet. Aber wenn sie es jetzt nicht schaffte. Mit dem zusätzlichen Schub, den ihre Freunde ihr durch das neue reife Kleid und das Make-up gegeben hatten, hatte sie das Gefühl, dass sie es nie schaffen würde. Sie fühlte sich bereit, den ersten Schritt zu tun, um ihre Beziehung zu ändern, ihm ihre Gefühle mitzuteilen. Ihn wissen zu lassen, dass sie nicht mehr seine kleine Latina war. Dass die Liebe, die sie von ihm wollte, nicht dasselbe war wie die elterliche Zuneigung, die er für die kleine Latina empfand. Ich bin kein Kind mehr. Und außerdem, trotzdem gelang es ihr nicht, Dale direkt ins Gesicht zu sehen. Sie schloss die Augen fest und tat ihr Bestes, um die Gefühle in ihrem Herzen so laut wie möglich zu verkünden. Ich will nicht, dass du so mit mir redest, Dale.
Du bist nicht mein Vater. Ich habe dich nie als Ersatz für meinen Vater gesehen. Latina das sagen zu hören, während sie bis zu den Ohren rot anlief, war ein ziemlicher Schock für Rudi. Auch wenn er wusste, wie sie sich fühlte, war es dennoch schmerzhaft, sie das vor seinen Augen sagen zu hören. Da er jedoch einen Schritt vom Geschehen entfernt war, bemerkte er als erster, was vor sich ging. Latina, rief er und klopfte ihr auf die Schulter. Latina war jedoch so überwältigt, dass sie die Katastrophe, die sich vor ihren Augen abspielte und auf die Rudolf hinzuweisen versucht hatte, gar nicht wahrnahm. Nach einer Weile konnte Latina die ausbleibende Reaktion von Dale nicht mehr ertragen und öffnete schließlich langsam die Augen, um zu schauen. In diesem Moment wurde es ihr endlich klar. Dales Gesicht war grässlich blass geworden. Als Erwachsener, der älter war als sie, hatte Latina Dale immer als viel ruhiger und gelassener erlebt als sie selbstständig. Dies war das erste Mal, dass sie sah, wie die Farbe aus seinem Gesicht wich. Sie wollte schreien, als sie überrascht einen Schritt auf Dale zuging, aber er wich einen Schritt zurück, als wollte er fliehen. War es so schwer für ihn gewesen, ihre Worte zu akzeptieren? Aber Dale war derjenige, der in Tränen ausbrechen wollte. Latina. Die Worte, die er mit bebender Stimme her auspresste, erzählten die ganze Geschichte. Latina ist endlich in ihrer rebellischen Phase. In gewisser Weise passte diese schreckliche Bemerkung perfekt zu ihm. Einen Moment später begriff Latina die Bedeutung dessen, was Dale gemurmelt hatte, und sie stieß einen gewaltigen Schrei aus. Es war ein so großer Schock, dass sie ihn nicht einmal aussprechen konnte. Dale, der nicht merkte, dass Latina innerlich schrie oder dass sie erstarrt war, stützte seinen Kopf in die Hände und schien den Tränen nahe zu sein. Latina hatte das Gefühl, dass sie diejenige war, die das tun sollte. Es war eine absolute Katastrophe. Schrecklich, murmelte Rudolf gedankenverloren. Die beiden anderen waren beide in eigene Panik verfallen und hörten ihn nicht. Latina hat endlich diese rebellische Phase erreicht, von der ich schon so viel gehört habe. Nach allem, was ich gehört habe, passiert das, wenn ein Mädchen in die Pubertät kommt. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Nachdem er das gesagt hatte, schaute Dale Latina noch einmal mit einem furchtbar erbärmlichen Gesichtsausdruck an, dann drehte er sich plötzlich um. Zu allem Überfluss flüchtete er schließlich vom Tatort. Er rannte unaufhörlich weiter, seine Schnelligkeit konnte seinem Ruf als erstklassiger Abenteurer keine Schande machen. Als Latina wieder einmal einen erschrockenen Schrei ausstieß, legte Rudolf seine Hand auf ihre Schulter. Da er selbst nur am seidenen Faden hing, hatte er keine Ahnung, was er von all dem halten sollte, aber er sprach schließlich, ohne nachzudenken. Nun. Viel Glück, denke ich. Waaah. Rudolf fand, dass sich die beiden selbst für Eltern und Kinder seltsam ähnlich waren. Aber es war ja nicht so, dass dies nicht auch sein Problem war, und er hatte nicht wirklich etwas zu sagen. Latina sah zu Rudolf auf und wollte weinen, und dann hallte ein noch erbärmlicherer Laut als der von Dale durch die Stadt. Dale dachte, zuerst hatte er es nicht geglaubt, aber jetzt konnte er die Art und Weise, wie Latina sich von ihm distanzierte, nur als ein Omen sehen. Meine Latina. Meine bezaubernde Latina hat endlich ihre rebellische Phase erreicht, schrie Dale, seine Stimme war voller Schmerz, als er sich in den tanzenden Ocelot stürzte. Dann verließ ihn die Kraft, und er brach zusammen. Einen Moment später rutschten mehrere Stammgäste herbei und umringten ihn. Sie trugen Mitleid auf ihren Gesichtern, aber es war schwer, es als aufrichtig zu erkennen, denn dahinter schwebte etwas Dunkles. Nun, Mädchen in ihrem Alter sind schwierig. Ich habe es mit meinem auch nicht leicht.
Als sie ihn ansprachen, hatte er das Gefühl, dass sie eher der Ils Ängste schürten, als dass sie ihn trösten wollten. Mir wurde gesagt, dass ich meine Wäsche nicht zusammen mit ihrer waschen soll, weil meine Sachen stinken. Selbst wenn ich sage, dass ich gerade gebadet habe, sagt sie, dass meine Existenz stinkt, was soll ich also tun? Bei mir ist es nicht anders. Egal, wie sehr sich meine Frau und meine Kinder im Wohnzimmer unterhalten, sobald ich reinkomme, verschwinden sie, ohne ein Wort zu sagen. Der Einzige, der mit mir redet, ist unser Papagei. Ich habe auch eine Beschwerde. Als mein Langzeitjob zu Ende war und ich endlich nach Hause kam, sagten meine Kinder, willkommen, Herr, zu mir. Trinkt aus. Heute geht alles auf mich. Ich zahle für alles. Trink so viel, wie du willst, schrie Dale, während er vor Mitleid weinte und sich über die Notlage von Vätern auf der ganzen Welt aufregte. Auch wenn ich ein echter Held bin, so bin ich doch ein Vater, der damit zu kämpfen hat, von seiner Tochter kalt behandelt zu werden, jetzt, wo sie in die Pubertät gekommen ist. Dieser innere Gedanke von Dale war so bedauerlich, dass jeder andere, der ihn hörte, sicher mit einem so etwas solltest du nicht von dir sagen eingreifen würde. Rita. In der Küche klammerte sich Latina an Rita und schluchzte. Was ist denn los, Latina? Du hast dich so schön geschminkt, aber so ist es jetzt ruiniert. Rita. Ich habe gestanden, Dale. Gestanden? Das schreckliche Spektakel, das von der Vorderseite des Ladens zu hören war, war weit entfernt von einem freudigen Fest der Liebe. Es war nicht einmal ein Hauch von solcher Eleganz zu spüren. Es war nicht gut. Ich bin nicht durchgekommen. Er hat nicht einmal gemerkt, dass ich ihm meine Liebe gestanden habe. Igitt. Dieser Idiot hat es jetzt wirklich geschafft, stand Rita deutlich ins Gesicht geschrieben. Es war so peinlich, und jetzt kann ich Dale nicht einmal mehr ins Gesicht sehen. Rita machte einen angewiderten Gesichtsausdruck. Als sie Latina über den Kopf streichelte, um sie zu trösten, aber dieser Gesichtsausdruck galt offensichtlich nicht dem Mädchen, das jetzt vor ihr stand. Rita hatte gewusst, dass dieses Mädchen ihren Vormund als Mitglied des anderen Geschlechts gesehen hatte, seit sie klein war. Aus Ritas Sicht war Dale der Seltsame, der das nicht bemerkte. Auch ihr Mann Kennis konnte ziemlich dumm sein, und so fragte sie sich, warum die Männer alle so dumm waren. Nun, nachdem sie so lange mit ihnen zu tun hatte, war Rita zu der Erkenntnis gelangt, dass sie von Abenteurern nicht viel Taktgefühl und das Erkennen von Feinheiten erwarten dürfte. Stimmt, es ist peinlich. Es ist wirklich schwer für ein Mädchen, seine Gefühle zu gestehen. Rita schaute Latina mit einem gequälten Lächeln an. Im Vergleich zu den Kunden, die den Laden besuchten, war Rita im Umgang mit diesem Mädchen, das wie eine kleine Schwester für sie war, viel sanfter. Als Einzelkind hatte Rita keine Geschwister. Obwohl sie sich in einer anderen Rolle als Dale befand, war es nur natürlich, dass sie für das Mädchen schwärmte, das ihr vor all den Jahren praktisch in den Schoß gefallen war. Latina war wie die Verkörperung ihres Gedankens, dass sie gerne eine süße kleine Schwester hätte, als sie noch jung war. Was war falsch daran, dass sie bei einer jungen Frau wie Rita Trost suchte, den ihr die Typen, mit denen sie so oft zu tun gehabt hatte, nicht bieten konnten? Es ist keine Überraschung, dass du weglaufen willst. Und es ist ganz natürlich, dass du sein Gesicht nicht sehen willst. Latina hatte nicht gesagt, dass sie sein Gesicht nicht sehen wollte, aber aus Ritas Sicht war es nur natürlich, einen solchen Idioten so hart zu behandeln. Du musst dich nicht so anstrengen. Ich weiß, wie sehr du dich immer bemühst. Rita. Rita hielt die nun heulende Latina immer noch im Arm und gestikulierte nach hinten. Du musst darauf achten, dass du dich richtig abschminkst.
Es ist schlecht für deine Haut, wenn du es nicht tust. Genau. Nachdem sie Latina zum Waschen ihres Gesichts in den hinteren Teil des Ladens begleitet hatte, kehrte Rita in die Küche zurück. Als Kenneth ihren Gesichtsausdruck sah, beschloss er, dass es das Beste war, nichts Unnötiges zu sagen. Der Laden selbst hatte sich in eine Art verrücktes Bankett verwandelt. Anhand von Dales chaotischen Handlungen war es schwer zu erkennen, was genau passiert war. Um herauszufinden, was los war, ging Kenneth in die Küche, wo sich die Latina aufhalten sollte, aber als er das Gesicht seiner Frau sah, wurde ihm klar, dass es Dale war, der eine Dummheit begangen hatte. Rita. Kenneth, ich glaube, Latina wird sich ab morgen eine Auszeit nehmen. Sie arbeitet immer so hart, da sollte so etwas doch ab und zu in Ordnung sein, oder? War heute nicht schon ein freier Tag für Latina? Diesen dummen Gedanken nicht aufkommen zu lassen, fühlte sich genauso gefährlich an wie alles, was er in seiner aktiven Zeit als Abenteurer erlebt hatte. Latina, geh auf dein Zimmer, ja. Der sanfte Ausdruck seiner Frau, als sie sich umdrehte und dem jungen Mädchen mit den hängenden Schultern und dem tränenverschmierten Gesicht gegenüberstand, war praktisch der eines anderen Menschen. Nachdem er sich von Rita verabschiedet hatte und sie Latina die Treppe hinauf begleitete, blickte Kenneth zurück in den Laden, der unter dem Einfluss des fließenden Alkohols immer mehr aus dem Ruder lief, und stieß einen Seufzer aus. Wenn man die neuen Kunden hinzunimmt, die nach dem Ende des Nachtfestes hereinkamen, wurde es immer chaotischer. Ganz anders als Rita, die Latina ansah, wirkte Kenneths Gesichtsausdruck, als er seinen kleinen Bruder mit einem mitleidigen Seufzer ansah. Nachdem er ausnahmsweise einmal ernsthaft getrunken und einen Aufruhr verursacht hatte, kehrte Dale wie üblich in ihr Zimmer auf dem Dachboden zurück, nur um sich an der toten Stille, die ihn dort erwartete, zu verschlucken. Latina war nirgends zu sehen. Zaghaft lugte er unter die Decke. Dale war sich sicher, dass sie im Bett schmollte, aber er stellte fest, dass es kalt und leer war, so dass sein Blick leise und nervös umherschweifte. Vielleicht hatte er das Gefühl der Fremdheit übersehen, das er hätte wahrnehmen müssen, als er auf den Dachboden geklettert war, weil er betrunken war. Einige der Gegenstände in dem Teil des Dachbodens, der als Lager diente, waren verschoben worden. Das verschobene Gepäck bildete nun eine Wand, die diesen Bereich abtrennte. Dale war nicht in der Lage, den Mund aufzumachen, und versuchte, leise hineinzuspähen, aber wie um ihn daran zu hindern, war anstelle einer Tür ein Paraffin aufgestellt worden. Es war die, die Latina normalerweise benutzte, wenn sie sich umzog. Das hätte ihm eigentlich schon alles sagen sollen, was er wissen musste, aber trotzdem beruhigte Dale seinen Atem und suchte sorgfältig nach ihrer Anwesenheit. Normalerweise wäre das nicht nötig gewesen, denn er hätte Latina nie falsch eingeschätzt, was nur zeigte, wie verstört Dale war. Wird mir diese rebellische Phase meinen ganzen Trost rauben? Dale stieß einen stummen Schrei aus, als etwas Warmes aus seinen beiden Augen strömte und die Kraft aus seinem Körper wich, so dass er auf die Knie sank. Der Grund, warum er nicht aussprach, was er fühlte, war, dass Latina bereits schlief. Das war der Beweis dafür, was für ein hoffnungsloser, vernarrter Idiot er war.